Was sagt ihr zu Roman Vlog? 6 Minuten, Banger. Er war ja bei Farid Bang. 6 Minuten kann man sich geben. Aber 36. Ist ein guter Stream, okay? Für Unisex. Also ich sag echt, das sieht mir nicht aus nach Unisex. Doch, mit dieser Uhr hast du an deine Unisex gegangen. Stopp, Mann! Stopp, stopp! Breaking News! Farid Gangbang is making flu! Ich schwöre, du siehst so aus, als wärst du damals zur Schule gegangen und hast Brotbox bekommen, so mit Obst. Hab ich auch. Ich schwöre, du siehst so aus. Wallah. Danke an meine Mama, ich hab sogar Bananen bekommen. Die hat auch Bananen von mir bekommen, verdammte Scheiße. Abu ist mit Zack Plus gepartnert. Hallo? Dieser Mann sucht eine Liebe fürs Leben. Nach dem zweiten, dritten Treffen, er sagt, ja Mann, ich glaube, das wird ernst. Nach dem vierten Treffen sagt er, ja, wird doch nichts. Man fragt sich, wieso? Er sagt, ja, ihr Knöchel ist zu dick. Bruder, es ist einfach wichtig. Bruder, ich gehe jetzt doch nicht einfach so in eine Beziehung. Doch niemand gesagt, ja, Bruder, du machst Fußknöchel! Fußknöchel! Das ist schon wichtig, Bruder, das ist schon wichtig. Du hast einen Schaden, Breitenberg! Das hat nichts mit wichtig zu tun. Es tut mir leid, sagen zu müssen, aber ich muss krass pissen. Das kannst du vergessen, Roman. Wir waren vor 15, 20 Minuten an der Raststätte. Ich sag dir, ich hab das Gefühl, ich reiß mit meinen Kindern, Mann. Egal, Bruder, heutzutage, die Leute haben keinen Respekt mehr. Ja. Die Leute haben keinen Respekt, kein Respekt mehr. Guck jetzt. Kennt überhaupt irgendein Mensch auf der Welt Les Deuxs? Ja, ja. Glaub mir, das ist eine sehr, sehr gute Marke, Bruder. Die ist qualitativ Qualität. Sehr hoch. Warte mal, wie viel hat das in deinem Anzug gekostet? Ich glaube 300 Euro oder so. Hier sind Fäden. Hier sind Fäden. Hier was sind willst Fäden. Du, Bruder? Das warte. So, wir haben jetzt den ganzen Laden bestellt. Das ist eine holländische Soße. Die meisten Soßen, die machen wir. Sind krass. Übel. Farid lädt dich ein zum Basketballturnier. Ich kann kein Basketball. Ich kann werfen. Sparta. Ich kann werfen. Eine Karre geholt aus Florida. Ja, ja, ja. 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 Ja, ich glaube, mein erstes. Geht trotzdem hören, kann ich machen. Nein, das ist ja ein richtiges Monster. Hä, aber was machen da Roat und Abu bei denen? Das war das krasseste Frühstück, was ich bis jetzt gegessen habe, muss ich ehrlich sagen. Digga, da war Melone mit Schafskäse drin, da war so viel Auswahl, das ist übertrieben gewesen. Jetzt reicht mir nur um. Bam, bam, bam. Also das ist geisteskrank. LeBron oder MJ? LeBron. Ich weiß, ich bin LeBron, ich liebe LeBron. Für mich ist es so surreal, als damaliger deutscher Fan. Melone und Schafskäse, es ist eine Kombi-Chat, die verstehe ich bis heute nicht. Melone und Schafskäse essen ganz, ganz viele Leute. Dann gibt es noch irgendwas ganz, ganz komisches. Melone und Schafskäse, Nudeln mit Ketchup fühle ich. Nudeln mit Ketchup fühle ich, ja. Ja, ich stehe dazu. Banane mit Senf? Nee, das gibt's nicht. Käse mit Marmelade? Nudeln mit Ketchup? Cool, Chat. Bruder. Sujuk mit Nutella, wer das macht, soll mir bitte entfolgen. Also, wer Sujuk mit Nutella isst, so in zusammenpackt, der soll mir bitte entfolgen. Mit so welchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Vor allen Dingen von JPG und so. Ananas und Pizza? Auch bitte entfolgen. Zum Beispiel zu sehen, Kollege King. Das ist so geisteskrank. Platin. Das ist so krass. Oder Hafenfrühe. Schau, was ist denn der Lavabo? Space Rebel Abstand. Kollege Imperator. Das ist so krass. Guck mal, Jungs, wenn ihr mal Halal-Casino-Streams machen könnt hier, weil die kann man nicht spielen, da kann euch keiner nachmachen. Das, die gibt's nicht mehr, um zu machen. Weil es die nicht mehr gibt. Ja, kannst du mal auch mal ein Casino-Stream machen. Wenn du das Geld da reinpackst, dann kommt dein Geld wieder raus. Ja, da, du hast hier. Das heißt, du kannst nicht verlieren. Du kannst nicht verlieren. Da würde ich mal fragen, ist das überhaupt haram? Leute, wenn ihr mal Halal-Casino-Streams sehen wollt. Von Abu? Genau. Was machen denn diese Tücher hier, Farid? Ich hatte Schnupfen. Das ist wirklich noch ein Typ, einer der einzigen Brees, der seine Texte... Ich muss mal ganz kurz dazu nochmal was sagen. Beim macht man das mit Taschentüchern? Macht ihr das mit Taschentüchern, Chat? So voll umständlich. Klopapier und du machst mit einem 500-Euro-T-Shirt. Schlucken. Ja, okay. Okay. Weil immer, also Taschentücher, ich gebe euch jetzt mal den Zewa, da ist es nämlich, da hat es einer verstanden. Taschentücher musst du erst ein bisschen so klein, musst du rausholen und so, das ist völlig Zewa. Leute, da habe ich mir mein, das ist wegen Mund abwischen. Auf Blatt und Papier schreibt. Nicht nur der, die auf Blatt und Papier schreibt, der die überhaupt schreibt, oder? Platin war gestern. Oh. Hey, Farid Bang, how are you? You're Samuel Levaev. I hope you're doing well. Yes, it's... Aki told me that you are using my name in a GTA roleplay in order to get some money. Well, also, Peter was kidnapped by Arab yes, members. Well, this is insane, my friend. This is insane.
I want to wish you a happy birthday, aka 47. I want to wish you from the bottom of my heart lots of health, joy, happiness, and success. I'm really wishing that your music gonna rise up to the sky and we all can go party together, maybe in Dubai or Mykonos, so maybe I'll come to Germany. We're gonna have fun, my friend. Das Ding ist, ich bin ja nicht so krass in Englisch, ich habe jetzt nur Farid Bang verstanden. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, dass bald ein Tape rauskommt von dem lieben Herrn Joker und von Bang. Joker und Bang, wie heißt das? Weißt du, wie das Tape heißt? Deutschrap brandneu. Deutschrap brandneu. Und das wird auch bei denen dann so ausgestrahlt, oder was? Das Album heißt Deutschrap brandneu. Okay. Ach so. Okay, komm. Komm her. So, das ist dein Karten. Ich habe das noch nie gesehen, dieses Kartendeck, okay? Nur ganz kurz, das ist kein Sehr, das ist nur ein Trick. Okay? Zieh drei Karten. Das sind die Karten, ja? Okay, mit jetzt so. Ich kann die nicht sehen, unmöglich, oder? Ich guck mit dir in die Augen, ich guck da nicht hin, so. Ich gebe dir jetzt die erste, also die erste kann ich dir nicht sagen. Ich gebe dir jetzt die erste, das ist die erste Karte, okay? Ja. Die kann ich dir nicht sagen, welche das ist, das ist aber kein Problem, weil ich dir die andere Karte sagen kann. Die andere Karte ist eine Dame, ich muss schnell loswerden, weil ich bin verheiratet. Queen, Dame, hier. Okay, und das ist ja, die habe ich dir gegeben, genau die. Okay, und die andere ist keine, das müsste eine Zahl sein, eine 4, Pik, glaube ich. Ist richtig? Ich kann euch mal einen kleinen Teaser geben von dem Ding hier. Was guckst du denn so, du Hurensohn? Kennst du den Film 96 auch? Ja. Glück. Ah. Was war das denn? Komm, komm. Mann, Digga. Oh. Ja, wie geil das sein muss, so einen eigenen Basketballplatz zu haben. Digga, so ehrenlos. Boah. Ach man. Das ist bei Fari zu Hause, oder? Bruder, gleich ist Pool leer, ja? Siehst du einen, auf den in der Sonne gerade aussieht, als ob ich im Urlaub bin? Arme Ding. Der hat wirklich gerade so eine Teigtasche. Das ist schon so ein Basketballplatz, dann so Pool, so unter sich. Boah, schon geil. Das ist wieder respektlos. Also ich sag so, ne? Wenn als Muslim so eine so eine Teigtasche ist, kannst du auch direkt Schwein essen. Hier Breitenberg. Guten Appetit, mein Freund. Ey, ich dachte, der Breitenberg im Spiel wäre scheiße. Den Esch ist ja noch schlimmer, Mann. Ich will einfach nur verfickt nochmal Wasser haben und du musst hier ein Studium absolviert haben, damit du verfickt nochmal Wasser bekommst. Es geht nicht. Ach so, man muss das hier drücken. Ist der doch. Hängen geblieben? Hä? Wie dumm? Aber cool, ich mag so einen entspannten. So einen entspannten 6-Minuten-Vlog. Hier kommt noch irgendwas. Medi, was geht ab? Wie geht's dir? Alles klar, Bruder? Ich hoffe, wir sehen uns mal. Ich wünsche dir was. Medi? Wenn ich mal ein Konzert bei dir in deiner Nähe ab, kommst du mit Rohat vorbei. Und wenn ihr nicht kommt, komme ich bei euch vorbei. Schlage ich euch mal zusammen. Everything has changed. Every day. 24/7.